Ich, Markus Berger vom Stiftsgymnasium in Seitenstetten, muss nämlich jetzt Aufgaben übernehmen, die ihn an und für sich gar nichts angehen und erst recht nicht als Direktor. Ich begrüße ihn ganz herzlich am Telefon. Schönen Vormittag, Herr Berger. Bei Ihnen im Gymnasium gibt es derzeit offenbar so viele Quarantänefälle, dass Sie nun Aufgaben übernehmen müssen, die nicht jene eines Direktors sind. Sie sind quasi bis hin zum Schulwart alles in Personalunion. Zum einen, wie viele Personen hat es denn bei Ihnen jetzt konkret betroffen oder betrifft es aktuell? Und zum anderen, was müssen Sie denn jetzt persönlich tatsächlich alles machen? Also wir haben am Freitag letzter Woche vier Lehrer gehabt, die plötzlich positiv getestet wurden, und drei Schüler in der Unterstufe, also nicht so viele, aber es hat relativ viele Auswirkungen, da die Lehrer gut verteilt waren, dass dann sehr viele Lehrer in Quarantäne mussten. Mittlerweile sind allerdings auch mehr Lehrer positiv getestet worden und auch die Schulsekretärin. Deswegen sind wir halt derzeit nicht nur mit den Direktoren Aufgaben, also der Organisation und der Leitung betraut, sondern wir müssen auch schauen, dass wir die ganzen Anrufe erledigen. Also von dem her gibt es sehr viel zu tun derzeit, sehr viel Belastung. Diese Anrufe, derer wird es wohl aktuell, nehme ich an, einen Haufen geben, denn wenn so viele Lehrer momentan ausfallen, wie wirkt sich denn das auf das Betreuungsangebot in der Schule aus? Auf das Betreuungsangebot wirkt sich gar nicht aus, da wir Gott sei Dank einen Lehrkörper haben, der hier sehr, sehr bereit ist und gerne mithilft. Das heißt, wir haben genug Lehrer. Wir haben derzeit jeden Tag weniger als 20 Kinder, die hier bei uns an der Schule sind. Das heißt, das können wir abdecken. Die Lehrer sind natürlich sehr im Stress. Sie müssen gleichzeitig Distance Learning vorbereiten für die Klassen, die sie eigentlich hätten, müssen Videokonferenzen halten, müssen gleichzeitig Aufsicht halten. Von dem her ist es sehr belastend, aber auf das Betreuungsangebot wirkt es sich Gott sei Dank nicht aus. Das ist für uns das Wichtigste, weil das wollen wir nicht einschränken. Damit wir uns ungefähr ein bisschen was darunter vorstellen können, wenn Sie sagen, weniger als 20 Schüler, die derzeit so täglich in etwa kommen, von wie vielen Schülern denn insgesamt? Also wir haben 445 Schüler, davon ca. 320 in der Unterstufe, die es ja jetzt betrifft mit dem Betreuungsangebot. Und von diesen 320 kommen so zwischen 10 und 20 Schüler, sind derzeit angemeldet für die nächsten drei Wochen pro Tag. Ja, also weniger wie der Österreichschnitt. Das ist Gott sei Dank relativ überschaubar, aber dennoch kommt auf die Pädagogen und Pädagoginnen derzeit ja einiges zu. Das ist zum einen natürlich diese Notfallbetreuung und zum anderen aber gleichzeitig, wenn man so möchte, dann auch noch das Homeschooling. Wie kommen denn Sie bzw. Ihre Lehrer damit derzeit zu Rande? Da gab es österreichweit schon Beschwerden, dass das kaum zu stemmen sei. Ja, also für mich gibt es zwei Punkte. Wir haben ja schon die Oberstufe, da hat das sehr gut funktioniert bei uns mit dem Distance Learning. Wir sind da, glaube ich, sehr gut vorbereitet, weil wir uns auch schon seit 7 Jahren mit Digitalisierung in der Schule und mit E-Learning-Plattformen beschäftigen. Was diese Woche das besondere Problem ist, ist, dass die E-Learning-Plattform, die vom Bundesministerium betrieben wird, massive Probleme hat. Das heißt, eigentlich gestern und vorgestern den Großteil des Tages nicht wirklich funktioniert hat und die Schüler natürlich dann unsicher sind. Sie wissen, wir haben Videokonferenzen, das funktioniert gut und die Erreichbarkeit der Lehrer nach Stundenplan. Allerdings die Arbeitsaufgaben, die wir halt großteils über die E-Learning-Plattform verteilen, das hat leider nicht funktioniert. Gott sei Dank ist der Großteil des Lehrkörpers so flexibel und hat umgestellt, über die Konferenzplattform oder über E-Mail das zu verteilen, aber es halt nicht so funktioniert, wie wir es den Schülern vorher verklickert haben. Und das ist natürlich gerade für die 11-Jährigen, für die 10-Jährigen Schüler sehr schwierig. Die ab 13-Jährigen, die tun sich da eher leichter, da sind die Schüler auch flexibel genug. Das heißt, es ist halt hier zusätzlicher mentaler Stress, der zukommt, zusätzliche Hektik, der in dieser schwierigen Phase ist, und was einfach schon sehr, sehr schwierig ist. Aber Gott sei Dank, bis jetzt funktioniert es noch so irgendwie. Das funktioniert aber, so wie ich es jetzt raushöre, eigentlich nur deshalb, weil Sie offenbar sehr, sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen haben. Wie haben Sie denn das Gefühl, wurden die Schulen auf dieses mögliche Worst-Case-Szenario, das ja
stets denkbar eigentlich war und das eigentlich schon im Verlauf der vergangenen Monate immer eigentlich möglich gewesen wäre, jetzt mal mit Ausnahme der Ferien, vorbereitet seitens, ich sage jetzt mal ganz oben, gab es Vorbereitungen, gab es bereits Pläne für Sie, vorbereitet für solche Worst-Case-Szenarios, für den Fall, dass Lehrkörper ausfallen, für den Fall, dass es eben eine größere Anzahl an Infizierten auch im organisatorischen Bereich an einer Schule gibt? Oder liegt das jetzt tatsächlich rein an Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen, sich da was einfallen zu lassen? Ja, Vorbereitungen vom Ministerium gab es schon. Es gibt dieses Portal, um den Zugang einfacher zu allen Plattformen zu machen. Es gab diesen E-Learning-Kurs, den bei uns sehr viele Lehrer auch absolviert haben. Ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, jetzt einfach alle Schulen gemeinsam darauf vorzubereiten. Man kann nur unterstützend eingreifen. Also ich sehe das sehr wohl auch für das Ministerium eine sehr schwierige Aufgabe. Im Großteil liegt es natürlich an den Schulen selber, das Beste draus zu machen. Natürlich könnte man alles besser lösen, das steht außer Diskussion. Das Einzige, was ich wirklich bekritle, ist eben, dass zum Beispiel die E-Learning-Plattform mit dem Ansturm allein der Oberstufe nicht klarkommt, denn das ist etwas, das hätte man wahrscheinlich im Vorhinein besser lösen können. Die Digitalisierung der Lehrer österreichweit voranzutreiben, das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, eh viel Vorlaufzeit braucht und für heuer, für den Herbst sehr kurzfristig nicht so einfach ist und man kann eh nur das Beste versuchen. Es liegt dann aber schon an der Schule selber auch, dass man da halt noch viele Fortbildungen anbietet und die Schüler auch darauf vorbereitet. Ich glaube, dass der Großteil der Schulen, die ich kenne zumindest, eh sehr viel gemacht haben und auch alle gut vorbereitet haben auf diese Situation. Wo das Ministerium nicht auf kann, ist die räumliche Situation. Das hört sich ja leicht an, die Schüler oder das Lehrerzimmer zu trennen. Aber man kann nicht einfach jetzt 7 neue Gebäude dazustellen und damit man die Klassen kleiner machen kann. Also ich finde, das ist sehr schwierig, so kurzfristig umzusetzen. Herr Direktor, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Schön zu sehen, dass man in solchen Worst-Case-Szenarien auch noch Personal hat, das in charge ist, um es auf Neudeutsch zu formulieren, das besonnen agiert und das Beste aus der Situation macht. Vielen Dank, Herr Berger, und Ihnen alles Gute, auch Ihren Kollegen und Kolleginnen. Danke, vielen Dank.